Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Ja, das letzte Mal haben wir die Monson-Ebene erkundet. Da haben wir den Sintflut erledigt, unsere nächste große Hauptquest. Und ja, sind dann auch schon die Ebene an sich abgegangen, um die ganzen Puris und sonst irgendwelche kleinen Viecher zu... oder kleinen Schätze zu bekommen. Und ja, jetzt wären wir dann eigentlich soweit, die Pilz-Odyssee im Babda Regenwald zu machen für... das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage. Wie hieß er denn? Reverto, genau. Für Reverto sollen wir da Pilze sammeln im Regenwald. Da bin ich mal sehr gespannt, was dahinter steckt. Ja, bevor es jetzt aber weitergeht, will ich nochmal kurz erwähnen, dass das Monster Hunter Stories Gewinnspiel immer noch läuft. Das heißt, falls ihr noch nicht mitbekommen haben solltet, dass es ein kleines Gewinnspiel gibt und ihr Monster Hunter Stories noch nicht besitzt, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen, plus ein paar Goodies. Und zwar müsst ihr dafür einfach auf das Video gehen, das am Montag hochgeladen wurde. Und dort könnt ihr dann euch theoretisch, ich sag mal, anmelden zum Gewinnen. Zumindest euch eine Chance sichern. Nur, dass nochmal alle Leute es mitbekommen. Nicht, dass es irgendwie untergeht. Gut. Und, ja. Ansonsten haben wir noch versucht, eine Katze oder einen Tatzendruckpass zu bekommen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Da müssen wir ab und zu nochmal nach draußen und versuchen, das so schnell wie möglich zu erledigen, dann mit der Katze. Ich weiß auch nicht genau wie. Ja, und ansonsten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Nebenquests wir noch haben. Ob wir noch ein paar Nebenquests machen müssen. Ja gut, die Tatzendruckmarke, klar. Allerrot-Alarm, ja, ein Gypgoros, den hatten wir aber auch noch nicht. Ja, da steht auch Regenwald. Slagiff sind auch größtenteils im Regenwald und Babda. Ja, okay, das war's dann. Oder? Gibt's da noch irgendwas? Nein. Achso, wir haben es auch schon Status sortiert, da wird's wahrscheinlich dann passen. Okay. Okay, okay, okay. Das sieht ja mal ganz gut aus. Das heißt, wir müssen bloß ein paar Käfer erledigen und ansonsten können wir eigentlich schon in den Regenwald gehen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch tun. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Nester abgehen, weil ich denke, hier wird es noch ein paar Sachen geben. Zumindest so, wie ich das auch verstanden habe aus den Kommentaren raus. Und dann machen wir uns schon bald auf den Weg. Die Frage ist natürlich, ob ich das Team so behalten will. Trubadix und Echo sind ja jetzt immer noch dabei. Darf ich jetzt kurz nochmal zurückgehen? Wie gesagt, Trubadix und Echo sind noch dabei. Will ich die dabei haben? Also will ich sie behalten? Ich meine, Echo hat mittlerweile ja, Blue ersetzt. Das auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ob ich die aber auch so haben will, weil... Ja, das passt schon. Blue ist ja auch nochmal ein Level weiter oben. Und das wird dann schon funktionieren. Okay, wen haben wir denn sonst noch, den wir eigentlich mitnehmen könnten? Ich meine, Iron Man und Mega Man, klar. Beide sehr stark. Ja, Godzilla ist sehr stark. Der Joker. Die Rosa Ratian dürfen wir noch nicht mitnehmen, also Bonnie. Ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, Gray haben wir auch. Sollten wir Gray mitnehmen, weil ich glaube, es kommen eher... Feuerangriffe oder eher Wasserangriffe als Feuerangriffe. Dann nehmen wir vielleicht mal Gray mit statt Stings, wobei Daredevil halt eigentlich stärker ist. Von den Fähigkeiten halt auch. Da macht er krassere Sachen. Und 89 zu 64. Gut, okay, er ist ein paar Level höher. Aber ich glaube, Daredevil ist auch einfach ein bisschen krasser. Der Joker. Da habt ihr übrigens auch gesagt, dass der Joker bloß ein Blitzelement bekommen hat, weil ich ihm Blitz gegeben habe. Das scheint so gelaufen zu sein, weil er jetzt... Na gut, das hat nicht... Achso, bei den Genen muss ich jetzt, glaube ich, gucken. Weil das hier, genau, das ist Technik-Donner. Und da er hier schon Kraft-Donner hat, hat er jetzt scheinbar irgendwie... Aber weswegen er dann hier nicht Wasser dazu bekommen hat, verstehe ich nicht ganz. Aber dadurch hat er... Achso, weil er hier, glaube ich, Donnerangriff plus 2 bekommen hat. Ja, okay. Deswegen. Jetzt hat er Donnerangriff plus 3 und dadurch dann Donnerangriff. Also, ich habe es theoretisch jetzt zu einem Donnermonster gemacht. Das erklärt das dann auch. Ich will ein Monster zum Schwimmen, ich will ein Monster zum Klettern. Das sind die beiden. Ansonsten ist das hier ein Geschwindigkeitsmonster. Das ist ganz cool. Wobei, ich könnte Jaws wegpacken, weil Jaws ja Technik hat und er hat Kraft.
Das wollte ich nicht. Gib mir meinen Anubarak wieder. So. Ich will Godzilla gegen Jaws tauschen. Trubadix scheint ja mehr Support zu sein. Ich habe aber halt gerne, glaube ich, eher ein knalliges Vieh. Es ist echt unglaublich, dass der immer noch vom Schaden deutlich höher ist. Ist echt ein bisschen ätzend. Und der macht, glaube ich, auch den, weil er hat den Flammenball. Und der hat halt bloß den Feuerball. Ja, der braucht auch mehr Punkte. Die Kutku-Peitsche, okay. Ist echt irgendwie eine große Frage, wen ich da mitnehme. Er ist mehr tankier, er macht aber halt mehr Schaden. Und hat auch die besseren Fähigkeiten. Ich glaube, ich nehme Mega Man mit statt Trubadix. Wie gesagt, Trubadix ist zwar cool vom Support her und so, aber ich weiß halt nicht, ob ich ihn dann unbedingt dabei haben will. Weil stärkender Gesang, beruhigender Gesang, wie gesagt, beides cool. Ne? Und ich glaube, ich hätte gern so ein Hau-drauf-Team. So, wir haben jetzt Feuer, Wasser, Blitz, Gift an sich und Lähm. So noch alles schöne Statuselemente. Wir haben einmal ein Monster, das schwimmen kann, einmal ein Monster, das klettern kann. Ja, an sich sollte alles passen. Ich behalte jetzt einfach auch mal Daredevil, weil er eigentlich auch der Stärkere ist von beiden. Jaws bleibt hier, ja, Obelix bleibt auch mal hier. Obelix ist ja eigentlich auch stärker, aber bringt mir auch nicht mehr so viel. Ja, ich denke, das sollte soweit passen. Behalten wir mal das Team, ja. Ich meine, bald werden wir wahrscheinlich eh ein neues Monster bekommen und dann wird sich das Team eh wieder ändern, aber naja. Fürs Erste haben wir jetzt mal ein neues Team. Wir müssen dann auch mal gucken, was wir für neue Waffen und Rüstungen so freigeschalten haben, beziehungsweise ob wir da irgendwas verbessern können. Und ja, schauen wir mal, wie das so läuft. Jetzt werden wir erstmal noch ein paar Käfen ausschalten und noch ein, zwei Höhlen plündern. Und vielleicht finden wir dort ja nochmal neue Freunde. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde gesagt, dass wir auf einem blühenden Pass alles haben, was wir brauchten. Ich glaube, wirklich wichtig ist da bloß die Rosa Rattian, weil es die nur dort gibt. Alles andere soll es auch hier so in der Umgebung geben. Aber ich glaube auch, dass wir schon ziemlich viel dort gefunden haben. Also jetzt auch mit dem Koropeko dazu ist es, glaube ich, schon ordentlich was. Aber den Rest sollen wir dann auch hier finden können. Ich weiß es nicht, ob wir hier noch, also wir werden wahrscheinlich hier nicht alles dann wegbekommen. Aber wenigstens vielleicht noch mal ein bisschen was. Gehen wir gleich mal hier rein. Ist zwar kein seltener Monsterbau, das wäre natürlich schön. Aber ein Monsterbau auf jeden Fall. Und wir werden sehen, ist es ein... Okay, es ist ein Wüstenmonsterbau. Da können wir natürlich noch einige Viecher bekommen. Lähm in Doppel plus 1, ne? Erhöht wahrscheinlich den Lähmschaden. Wobei das jetzt nicht so interessant ist, denke ich. Also zumindest im Moment nicht. Verlängert leicht die Dauer von Lähmungseffekten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das für alles zählt. Also ob das auch zählt, wenn wenn Echo angreift. Oh, Käfer. Nice. Perfekt. Gleich mal den Käfer erwischt. Den können wir dann gleich platt machen. Wir haben noch Echo draußen. Das passt eigentlich ganz gut. Und da sind wieder zwei aller Rote. Geht beide auf ihn. Ich weiß, ihr macht Technik, ne? Ah, der macht Technik. Naja, egal. Oh, wow. Mit dem Flammenschwert macht das... Ist klar, ne? Das macht so viel Schaden. Diese Dings. Diese kleine Käfer. Ist schon logisch. So, da können wir mal ein bisschen vorspulen. Die Käfer sind zwar ganz niedlich, aber naja, jetzt nicht. Ist nicht dein Ernst, dass du jetzt... Och, nö. Und es reicht halt einfach nicht. Das ist das Problem. Jetzt macht er dem richtig viel Schaden. Ach, Mann, Echo. Das war jetzt wirklich nicht so schlau. So, Alarotmagen. Oder Alterot. Aber Quest noch nicht erfüllt. Rider-Kartentitel, okay. Antisiegelnder, meine Güte, was ist denn hier los? Nein, lass mich in Frieden. Hä? Müssen wir keine Alarote mehr erledigen? 5. Hat das nicht gezählt? 4 von 5, vielleicht doch. Da ist nochmal einer. Das werden wir gleich sehen. Wobei es ultra mies wäre, wenn es natürlich in den Dungeons nicht zählt. Muss es ja aber eigentlich. So. Ich mag aber die Wüstenmusik hier sehr. Wieso machst du denn... Was ist denn los mit dir? Echo. Mann. Okay, das war doch ein One-Hit. Na, also. Sehr schön. Das macht zwar auch nochmal gut Schaden, aber egal. Das haben wir geschafft.
Ja, die Feuerwaffe ist eigentlich ziemlich cool. Gerade gegen solche Viecher macht das natürlich richtig gut Schaden. Wir sollten bloß aufpassen, sobald wir in die Wüste kommen, weil dort ist es dann halt eher nicht mehr so, dass wir da gut Schaden machen. Hey, wir haben auch bald auch mal wieder ein Level-Up. Das passiert irgendwie auch verdammt selten. Also wir leveln verdammt wenig. Was vielleicht aber auch ganz gut ist. So. Halterauf-Alarm haben wir. Das nehmen wir noch mit. Und jetzt müssen wir hier mal gucken. Das ist irgendwie ein cooler Bereich. Dort hinten entlang geht's noch. Ah, Schatztruhe. Oh nein. Na okay. Für die Rauchbombe war es wert. Wenn mich das Ding jetzt in Ruhe lässt, dann war das alles wert. Ich hasse dieses Zielsuchende von den Dingern. Also von den Pflanzenfressern. Na, dann machen wir halt auch euch platt. Oh, das sieht irgendwie nicht so toll aus. Du gehst auf wen? Auf ihn. Das heißt, wir machen doch hier auch mal Geschwindigkeit. Und haben damit gleich mal einen Doppelangriff. Na also. Das sollte ihn eigentlich auch weghauen. Yo. Sehr schön. Gut, ich meine, da ist jetzt natürlich die Eiswaffe nicht so gut. Passt aber schon. So, und guck mal, jetzt können wir doch hier auch mal die Doppelangriffe raushauen. Dankeschön, Echo. Sehr freundlich von dir, dass du auch mal ein bisschen mitspielst. So, das sollte gar keine... Okay, das gibt doch einiges an Erfahrungspunkte. Die Dinger sind aber auch stark. Man, oder ich unterschätze sie ganz gerne, weil ich immer denke, ah ja, sind ja fast wie Abtonov. Aber diese Absaros sind schon ziemlich stark. Und ich habe schon wieder einen Rider-Kartentitel. Weswegen denn? Das ist jetzt der zweite Rider-Kartentitel innerhalb von 2 Minuten. Und ich weiß nicht mal weswegen, weil ich habe einfach bloß kleine Viecher getötet. Vielleicht genügend Pflanzenfresser und genügend Käfer gekillt? Keine Ahnung. Das Monster schnarcht. Welches ist es denn? Ein Gendrom? Okay. Na, mal schauen, ob wir es wecken oder nicht. Ah, ich habe meine Liste wieder vergessen. Kann ich das jetzt irgendwie noch machen? Ohne dass hier wieder alles zusammenbricht. Wäre schön. Nur wie. Wenn ich das wieder runter mache, eventuell muss ich gleich die Aufnahme wieder... Oder die Aufnahme wieder neu starten. Okay, damit sollte alles passen. Jetzt habe ich auch mal meine Liste offen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir uns da ein... Ei raushauen oder rausklauen können. Ich meine, wenn er aufwacht, ist es auch nicht so schlimm. Wir können mal die Waffe wechseln. Falls er aufwacht, weil ich meine, da wäre eine Eiswaffe besser, nicht wahr? Monsties, da müssen wir dringend auch wieder die Belohnung einholen. Rohes Fleisch, okay, dankeschön. Du bist nämlich ziemlich schwach gegen Eis. Yo, das dachte ich mir. Das heißt Ausrüstung und dann nehmen wir... wir haben hier nur den Hammer, den fleischigen Stoß. Ich glaube, der ist ganz cool. Da haben wir auch den Frostschlag. Hören wir auch das Kezuhorn. Müssen wir auch mal probieren, mit Horn zu spielen. Ist, glaube ich, auch ganz witzig. Heilschlitzer. Naja, höhere Crit-Chance. Eisschutz. Okay, das ist eher für Verteidigung gedacht. Das eher für Angriff. Ich bin eher für Angriff, würde ich sagen. Na gut, wir haben auf jeden Fall unsere gute Waffe dabei. Oh. Huch. Das war vielleicht nicht das, was ich tun wollte. So, was bekommen wir denn hier? Lila Ei und orangene Flecken? Es ist so Dings, so irgendwie so dreckig orange. Das ist auf jeden Fall eine Vogelwivern. Gelbe Farbe, lila Flecken? Ne, genau andersrum. Gendrom ist es auch nicht. Rosa? Nee, das ist ja aber lila Farbe. Lila Farbe hat nun bisher nicht. Nee. Ist aber halt die große Möglichkeit, dass es einfach ein Gendrom ist. Naja, nehmen wir es mit. Wie gesagt, auch wenn es nochmal ein Gendrom ist, ist ja egal. Könnte ja auch was anderes sein. Wobei, uns gehen langsam die Vogelwivern aus, um irgendwas anderes zu haben. Sephadrom könnte es sein. Ich weiß nicht. Nee, das ist ein Piskes. Ja, komm, wir gehen. Haben wir aber nochmal ein Ei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Gendrom ist oder nicht. Ich schätze mal, aber ja, dann ist es auch egal. Simples Vogelwirbelei. Oh, da ist ein Dings. Da ist zwar auch ein Gendrom, aber da ist ein seltener Monsterbau. Da gehe ich natürlich sofort rein. Hi Gendrom. Bye Gendrom. Sehr schön. Ja, wir gehen auch gleich dann in den Babda-Regenwald, also keine Sorge. Verzögert sich ja alles nur ein bisschen. Das ist derselbe Bereich bloß umgedreht. Ja, gut, okay.
Wir gehen dann aber schon gleich in den... Ein großes Fass. In den Regenwald. Ich will bloß hier nochmal ein bisschen was erkunden. Falls wir noch irgendwas finden. Lambda plus 1, meine Güte. Wieso denn? Wieso so viele Lambda? Ja, es gibt auch nochmal eine zweite Ebene. Na also, was finden wir dort denn Schönes? Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade echt der zweite... Hat der vielleicht nochmal einen Untereffekt? Nee, das würde ja angezeigt werden. Damals haben wir zweimal den Lähmenden gefunden. Wow. Fähigkeiten-Siegel hat keine Wirkung auf dich. Ist cool, aber da ich die Fähigkeiten bei meinem Jäger eh nicht so oft, oder bei meinem Rider, eh nicht so oft einsetze, ist es nicht so wichtig. Was interessanter wäre, wäre die Sache, wenn ich... Oh Gott, Käfer. Wenn ich das auf ein Monster geben könnte, also wenn ich Monster ein Amulett geben könnte, dann würde ich ja zum Beispiel so einem Kutku oder so, würde ich dann auf jeden Fall den Talisman geben. Aber bei mir ist es jetzt gar nicht so wichtig. Oh, wir haben zwei Wege nach draußen. Ah, das ist Nest. Dann will ich zuerst kurz den anderen Weg gehen, weil dort gibt es dann bestimmt auch was Schönes. Wir holen uns hier nochmal den Käfer. Ein Tischlerkäfer, naja. Ich hatte mit was Besserem gehofft. Aber ist ja wirklich meistens so. Ich wollte gerade eben sagen, Glück gehabt, dass es keine Insektenhülse war. Und was bekommen wir am nächsten Sammelpunkt? Eine Insektenhülse. Ich hasse diese Dinger. Wofür brauchen wir die hier überhaupt? Die braucht man doch normalerweise bloß für Dings. Die braucht man doch normalerweise bloß für Munition. Und selbst da ist sie ziemlich unnötig. Was ist das hier überhaupt für ein Gebiet? Ich meine, dass der Sand da so durchrieselt, ist cool. Nur, es sieht eigenartig aus. Da haben wir Erz. Okay, aber weiter geht's hier natürlich auch nicht, war ja klar. Oh, ich glaube, Steinbrecher haben wir jetzt auch keinen mehr, oder? Ah doch, klar, wir haben ja Dings mitgenommen. Wir haben ja, Mega Man mitgenommen. Und der hat ja Steinbrecher. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, den zu behalten. Eine Vielbeere, okay. So einen Steinbrecher zu behalten, weil kann ja immer mal passieren. Haben wir ja in dem im Winterwendetunnel gesehen, dass es ja doch ab und zu solche Steine gibt. Gut, das war ein fixer Dungeon. In so einem Monsterbau habe ich es bisher noch nie gesehen. Aber kann ja sein, dass es irgendwann mal kommt. Okay, dort war nichts. Die Blume können wir eigentlich noch mitnehmen. Da könnte auch noch was... Naja, okay. Ich dachte, dass da noch irgendwas Interessantes sein könnte. Aber gerade wenn ich in so einem neuen Gebiet bin, sollte ich eigentlich alles mitnehmen. Weil da kann es schon ein paar Besonderheiten geben. Zum Beispiel auch, dass beim Honig irgendwas anderes ist im... Oh, eine Ratian. Oh Gott. Dezent uncool. Also das heißt doch, dass es hier wahrscheinlich eine Ratian gibt. Ratian, Ratian, Ratian. Na Donner, nicht wahr? Oh shit. Oh nö. Ah, Gott sei Dank haben wir Daredevil dabei. Oh, sehr wichtig. Ich würde sie ja gerne besiegen, falls ich denn kann. Die Frage ist jetzt natürlich, sie hatten... Haben wir irgendwie eine Donnerabwehrrüstung? Naja, haben wir irgendwie eine gute Donnerabwehrrüstung? Wobei, Technikboost ist schon ganz cool. Was macht sie denn überhaupt? Da können wir doch ganz schnell mal bei unseren Monsties gucken, was die Rosaradian denn so kann. Geschwindigkeit macht sie. Geschwindigkeit macht sie und Donner hat sie halt am wenigsten, ja. Sengender Schnitt. Schwierig, schwierig, schwierig. Belohnung, All-Elemente-Perle, okay. Ah, da fehlt auf jeden Fall noch was. Achso, das wird wahrscheinlich der Katarantanosteller sein, ne? Aber ich glaube mal, dass wir den... Wobei, es scheint ja so, als könnten wir das schon haben. Weil zum Beispiel Lila Gypgoros ist hier nicht dabei. Und da hieß es, dass der später dabei ist, oder dass wir den erst später bekommen können. Aber hier beim Nosteller fehlt irgendwie was. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt der Dings... Ja, okay, der getarnte Nosteller kann jetzt schon kommen, weil wir jetzt schon Wüstenthema haben. Nur wie gesagt, Lila Gypgoros hieß, dass er sehr viel später kommen soll. Oh Mann, Ratian, was soll ich denn, tja, ne? also Blitz.
Was haben wir denn hier so im Kampfbeutel? Eigentlich ganz gute Sachen. Können wir dann noch ein paar Sachen dazu packen, weil es fehlt doch immer ein bisschen was. Bearbeiten. Ein Megatrank, na, der wird nicht so wichtig sein. Vitale Essenz stellt ein Herz wieder her. Ja, wenn der Sog schlecht läuft, Gegengift. Definitiv Gegengift. Weil sie wird wahrscheinlich Gift machen können. Pfefferschote. Kann Schlaf von Gruppenmitglied heilen. Okay. Fähigkeiten-Siegel wird sie wahrscheinlich nicht machen. Könnten wir aber machen. Wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre gar nicht mal so eine schlechte Möglichkeit tatsächlich. Objekt verhindert Verlust eines Herzens im Kampf. Typ Werkzeug. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich das einsetzen kann. Kann Feinden Blendung zusetzen, zwingt Feinde in umgeworfenen Zustand, in Stein. Fernglas Fallgrube, soll ich die mal... Da, guck mal, ich habe da eine große Fassbombe. Teilt massiv Schäden aus, versucht Verbrennung vor 3 Runden. Da sollte ich das mal mit der Katze versuchen, genau. Also die große Fassbombe einfach auf die Katze werfen, auf die Fassfällen. Das sollte, glaube ich, ganz gut Schaden machen. So hieß es zumindest. Falle von Kraftangriffen ausgelöst. Von Geschwindigkeitsangriffen. Na, sie macht ja Geschwindigkeit. Packen wir mal die Fallgrube rein. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, ich glaube, das reicht erstmal. Das Gegengift ist vor allem wichtig. Ja. Wir können aber noch kein Gegengift kombinieren, oder? Wir haben ja schon ein paar Sachen. Oh, vitale Essenz können wir kombinieren. Rohes Fleisch, Giftpilz und Knoblauch. Okay, braucht aber verdammt viel, wow. Also das sollte man nicht einfach so benutzen. Ach, ein paar von den Perlen haben wir jetzt. Okay, aber ansonsten ist es echt mau, was wir hier kombinieren können. Na gut, Objekte, geben wir nochmal kurz Echo ein bisschen was. Und uns nochmal, wir haben ja genügend Kräuter, das passt schon. So. Lebenspuder? Lebenspuder können wir auch reinpacken. Haben wir schon, okay. Dann will ich jetzt noch kurz auf meine Ausrüstung wechseln. Waffen. Nehme ich das Key zu Schockschwert? Oder nehme ich das Key zu Horn? Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Horn aussieht. Also habe ich jetzt halt noch nie gemacht. Du hast den Donnerhieb. Das könnte schon ganz gut sein. Okay. Und sollen wir es probieren, dass wir versuchen, das Fähigkeitensiegel mit Godzilla draufzuhauen? Weil wenn sie mal keinen Dings, kein... Oh! Keine Fähigkeiten und erhöhte Donnerschwäche. Ja, das ist gut. Oh Gott. Da raged sie immer noch rum. Ich weiß halt aber nicht, ob das funktionieren wird. Aber ich probiere es mal. Ich bin jetzt mal neugierig. Ob wir eine Ratian platt machen können. Das wird jetzt ein interessanter Kampf. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das ist ein Ratian, das wird heftig. Pass auf ihre Lauffeuer und ihre Geschwindigkeit auf. Okay. Ach so, er macht jetzt natürlich Kraft. Ja gut, ich wollte ihn aber nicht dafür haben, sondern bloß für das Plitschnass. Genau. Und sie greift mich an. Yo. Oh, Technik. Okay. Haben wir schon mal gewonnen. Na komm schon, Fähigkeiten-Siegel und Donnerabwehr. Hat sie Fähigkeiten-Siegel? Sieht es irgendwie nicht danach aus, oder? Ah, 84 Schaden, sie macht mir 22, das geht eigentlich. Du greifst mich wieder an? Ja. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit Dings? Mit Daredevil? Daredevil ist Technik, nicht wahr? Ich glaube schon, ja. Also wir wechseln auf jeden Fall auf Daredevil. Macht ja am meisten Sinn. Ich habe bloß echt ein bisschen Panik vor den Feuerattacken. Ja, okay, perfekt. Können wir gleich auskontern. Aber sie hat auf keinen Fall den Dings. Also wir machen jetzt mehr Blitzschaden, aber sie hat leider das Fähigkeitensiegel nicht dazu bekommen. Och nö, jetzt kommt... Und genau, der Kraftangriff geht jetzt auf sie. Nee. Na, das sollte funktionieren. Sie macht auch Geschwindigkeitsfähigkeiten. Das heißt, Donnerreißzahn hauen wir jetzt rein. Jo, das sollte gut Schaden machen. Und wir hauen dann einfach mal den Donnerhieb drauf. Dann machen wir sie mal richtig platt mit Donner. Wenn sie gerade eben eh schon schwächere Donnerabwehr hat, dann hauen wir sie jetzt auch richtig drauf.
Wow! Das waren 230 Schaden oder so irgendwas. Nice. Und jetzt kommt noch der Donnerhieb. Zack, auch nochmal 160. Wunderschön, das ist richtig gut. So, Technik und Technik können wir reiten. Nee, können wir nicht. Das machen wir am besten gleich nochmal, würde ich sagen. Das ist, und ich meine, Donnerhieb passt auch noch perfekt zu meiner Rüstung, weil es ja Technik ist. Und Technikboost ja dann auch noch aktiviert wird. Und das sollte jetzt richtig viel Schaden machen, weil sie auch noch am Boden liegt. Oh Gott, die Arme. 160 haben wir gerade eben gemacht. Okay, 160 machen wir immer noch. Ich dachte, am Boden bekommen die mehr Schaden. Achso, das war ja bei uns schon gerade eben. Nee, er macht aber auch genauso viel. Okay, ist trotzdem krasser Schaden. Sehr, sehr schön. Oh, Atemkampf. Oh, das kann ich nicht. Oh. So, komm schon. Ja, okay, so geht's. Ich muss einfach den rechten Zeigefinger benutzen. Mit dem linken geht das überhaupt nicht. Wilder Donneratem. Bist du schon schwach? Sie hört sich irgendwie schwach an. Sie macht gerade eben keine Fähigkeit. Aber sie geht auf Daredevil. Ich behalte mal auch meine Dings bei, meine Taktik bei und gehe auf den Donnerangriff. Feueratem, der geht auf beide. Ah, das könnte wehtun. 78, ja okay. Macht halt... Nice! Na also. Aber die haben wir auch umgelegt, muss man sagen. Ah, die haben wir in alle Arten der Kunst komplett fertig gemacht. Konnte sie sich überhaupt irgendwie wehren? Ich glaube ja nicht wirklich. Wow, sehr, sehr schön. Und jeder bekommt ein Level Up. Wunderbar. Also fast jeder. Das war ein sehr, sehr schöner Kampf, muss ich sagen. Ich dachte, der geht sehr viel schlechter aus. Ich glaube, wir könnten uns demnächst dann auch mal mit der Rosa-Ratian prügeln. Wenn das so läuft mit der normalen Ratian, dann sollte die Rosa-Ratian auch nicht mehr das Problem sein. Schön. Erste Ratian erledigt. Wie gesagt, das lief eigentlich ganz gut. Und wenn wir jetzt ein ganz großes Glück haben, dann bekommen wir... Oh, Nachtsam. Dann bekommen wir vielleicht sogar noch eine normale Ratian. Schade wäre jetzt halt bloß eine Ding, ist eine Rosa-Ratian. Ja, und man bekommt sogar Erbkristalle aus, Erbkristalle aus Erzen raus. Das ist natürlich auch eine klasse Sache. Es hieß auch schon, dass es nicht unbedingt sparsam damit sein muss. Aber das ist natürlich eine schöne Sache, dass es wirklich so häufig ist. Na, dann schauen wir hier mal rein. Das sind Kreise. Es mieft, ist aber auch ziemlich leicht. Kreise? Das sind nicht die Flecken von Vogelwivern. Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das sehen eher, wie gesagt, aus wie Kreise. Was haben wir denn noch nicht? Ah, das könnten Sifadrom sein. Das ist das. Soll ich das mitnehmen? Das könnten Sifadrom sein. Dann sind das nämlich Piskes dann. Ah, große Frage. Ist auf jeden Fall ein Ei, das wir noch nicht hatten. Und wie gesagt, es sind halt Kreise mehr als Flecken. Ich muss mir das nochmal... Kann ich hier so ein Fleckenei sehen? Naja, wenn, dann sind sie eh nicht so genau. Ach, wir hätten halt eine Chance auf eine Ratian. Und ich weiß nicht, ob wir die noch so wirklich haben. Wobei, in der Wüste werden auf jeden Fall dann noch Ratian kommen. Ich glaube, ich nehme mal das hier mit. Weil da sieht mir nach was ganz Neuem aus. Und ich schätze irgendwie mal, dass es Piskus ist. Oder Leviathan? Nee, Leviathan hatten wir ja schon. Ich gucke nochmal kurz auf die Liste, aber Leviathan ist ja das andere. Amphibie war was anderes, Flugwivern, Temnok, Leviathan, genau. Ich sag einfach mal, dass es Piskus ist und dann nehme ich das mit. Oder Fischwivern heißt es hier, glaube ich, ne? Aber ist ja an sich dasselbe. Ja, verlassen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir haben eine neue Eiart. Eine Ratian wäre zwar auch schön gewesen, aber hey, das ist auch eine nette Sache. Fischwivernei, ja, hatte ich recht. Ist ein Piskus. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ist es der Sifadrom? Oder ist es ein Plessy? Falls es Plessy hier gibt, aber ich meine, wieso nicht? Schauen wir mal, da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir gehen jetzt aber trotzdem zuerst in den Regenwald. Auch wenn wir jetzt schon wieder verdammt viel Zeit verschwendet haben. Oh, Steinbrecher. Was ist hier? Hier waren wir irgendwie noch gar nicht.
Zack, zack, zack. Der arme Kutku, ne? Oh, ein Pu... Was ist denn das? Ein Bienenpugi. Zu viel Super Mario Galaxy gespielt, oder was? Das sieht voll süß aus. Ach, ein Bienenpugi, sehr schön. Manche von diesen Pugi-Kostümen sind ja echt niedlich. So, wunderschön. Das habe ich das letzte Mal echt komplett übersehen. Aber ich denke, um all diese Pugis zu finden, wird das auch eine echt harte Mission. Gesundheitsnährmittel, okay. Die soll ich ja scheinbar behalten. Also die Abkristalle kann ich raushauen, aber die Nährmittel soll ich behalten, weil die scheinbar ein bisschen seltener sind oder wahrscheinlich auch ein bisschen teurer zum Herstellen. Kann ich so machen. Ich muss mal sagen, hätte ich auch so gemacht. Langsam würde ich vielleicht welche reinhauen, also zum Beispiel die Dings. Die Rosa Rattian. Wenn würde ich für... What? Wo kam der denn her? Was war denn das für ein Überfallkommando? Ich wollte gerade den Schmetterling holen. Meine Güte, ja okay. Wir wurden erwischt. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Weil das hat mich auch komplett überrascht. Also Technik hauen wir dann einfach weg. Yo. Ich meine, dafür, dass es bloß ein Genprey ist, hat er da eine ziemliche Aktion hingelegt. Na also, sehr schön. Die Frage ist, sollte ich weiterhin... Blitz draußen haben. Oder das Feuer. Ich glaube, Feuer ist besser für den Regenwald. Ich glaube, ich gehe wieder auf meine Feuerwaffe. Weil ich denke, jetzt mit den Elementen ist es gar nicht mal schlecht. Vor allem halt von diesen Fähigkeiten. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Vor allem von diesen Fähigkeiten dann halt immer wieder die richtige Waffe zu wählen. Weil das macht dann, glaube ich, schon echt gut Schaden. Na gut, haben wir hier ein paar von den Orten erkundet. Wir haben wahrscheinlich einen weiteren Gendrom und einen Seefahrdrom dabei. Alles werden wir aber natürlich nochmal genauer rausfinden, sobald wir wieder zu Hause sind. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall erstmal in den Regenwald. Klar, ich muss hier noch genügend Monster suchen. Das will ich jetzt aber mal nicht, ja, so ausreizen. Wir haben das letzte Mal ja hier schon viel gesucht. Und deswegen, da waren wir schon dran. Deswegen schauen wir in den Regenwald, weil teilweise gibt es ja, glaube ich, auch im Regenwald diese Gebiete. Und wir können hier auch jederzeit wieder zurückgehen für so eine kleine Farmrunde. Das passt dann schon. So, Babda Regenwald. Ich bin gespannt. Miau, es gibt hier wohl ein Katz... Ja, okay. Oh, wow. Das fängt krass an. Na, ich bin gespannt. Okay, Katzerwarnstand. Der erste im Regenwald. Ach, der Regenwald scheint bloß wieder so ein großer Dungeon zu sein. Naja, ich dachte, es wäre das nächste große Gebiet. Ihr seid ihr neue, seid Vespoiden, ne? Na, euch können wir mal platt... Ja, okay, toll. Ich wollte gerade sagen, euch können wir mal platt machen, weil Vespoiden gehen ja eigentlich. Vespoiden haben super nervige Lähmangriffe. Oder Lähmungsangriffe. Wir sollten sie schnell besiegen. Das sollten wir. Leider geht der Flammenball bloß auf einen. Das wäre echt mal schön, wenn wir so eine Dings... Oh, du willst gleich den Flammenball machen. Perfekt. Ja, die anderen machen sonst irgendwas. Aber Vespoiden hatten wir auch noch nicht. Ja, das ist dann gut, dass wir sie erledigen. Ihr macht bestimmt Technik. Ja, okay, Lähmnadel. Hoffentlich nicht. Komm schon, ich will nicht, dass es ewig dauert, weil ich damit die ganze Zeit gelähmt bin. Du bist kein One-Hit? Okay, doch. Glück gehabt. Ich dachte schon. So, der Flammenball wird auf jeden Fall auch irgendeins killen. Ja, 97 Schaden. Auf jeden Fall. Na, also. Und damit war es bloß noch eine. Ich meine, ja, ich lasse es mal, aber naja. Eigentlich ist es nicht so interessant, das zu sehen. Jetzt verliert er auch noch das Duell gegen eine Fliege. Killt die Fliege trotzdem beinahe. Na, also, wunderschön. Vespoiden erledigt. Mega Man hat auch überlebt. Passt doch alles ziemlich gut. Und wir bekommen gleich ein bisschen Vespoiden-Zeug. Das können wir eigentlich gebrauchen, um gerade vielleicht auch ein paar Sachen abzugraden. Ich weiß gar nicht, nee, dafür brauchen wir eine Scylla für die Nahabra-Rüstung. Vielleicht können wir uns ja eine Vespoiden-Rüstung machen. Keine Ahnung, wie die aussehen wird. Silberner Spinnenfaden. Könnte auch bloß so ein Dings sein. Ich will mal kurz nachgucken, ob das jetzt bloß so ein... Naja, Einrichtung ist irgendwie komisch. Ja, ist es. Es ist bloß so ein Kontoobjekt. Seine Spinnenfäden, unglaublich hypnotisierend, wenn gesponnen. Okay.
Und da haben wir gleich ein paar Slaggeth. Die sind auch unglaublich hypnotisierend. Lähm mal nicht. Und das Slaggeth müssen wir leider platt machen. Tut mir leid, Kumpel, aber wir brauchen deine Häute. Ich hoffe, du hast drei oder zwei Kollegen dabei. Nicht die Kollegen, die ich suche, aber okay. Hä, wie haben wir uns denn rangeschlichen? Ach so, weil er gesessen hat, oder wie? Haben wir irgendwas mit, das alle trifft? Nee, das trifft auch bloß einen. Die Rattian hat halt. Ich glaube, das kommt erst später, so ein Mehrfachangriff. Wäre schon ziemlich cool, aber im Moment gibt es das leider noch nicht. So, du hast Kraft. Und die anderen Technik. Dann geh doch mal auf den Slaggeth. Wieso steht da eigentlich Slaggeth grün? Gibt es noch andere Farben davon? Ja, Geschwindigkeit machst du gegen ihn. Er greift mich an. Da können wir auch nochmal Geschwindigkeit raushauen. Da ist der Slaggeth auf jeden Fall tot. Ich glaube nicht, dass er ihn alleine erledigt hätte. Dafür machen wir nicht genügend Schaden gegen die Dinger. So, er ist platt. Jetzt kommen nochmal die Lähmnadeln. Die machen aber nicht so viel Schaden. Zum Glück lähmen sie auch nicht so häufig. Ja gut, Technik. Ja, ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass du das Ding platt machst, aber wir können das hier erledigen. Wieso mache ich auch nochmal Technik? Ich meine, ist an sich egal. Das Ding stirbt eh. So, klar, Flammenball. Mach den Flammenball. Da können wir ja auch nochmal ein bisschen übertreiben. Was machen wir denn da? Das, Niederman bringt jetzt nicht so viel. Machen wir den Flammenhieb. Ist wichtig. 99 Schaden. Okay, also der Flammenhieb ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Den sollten wir dann schon ganz gut nutzen. Oder sollten wir dann schon nutzen. Klar, es wäre bei Daredevil auch interessant gewesen, weniger auf die Fähigkeiten zu gehen und dafür schnell das Reiten zu nutzen. Aber ich habe eigentlich gesehen, dass wenn wir schon diese paar Runden lang die Donnerabwehr verringert hatten, dass wir es dann auch definitiv so ausnutzen sollten. So, der hat uns wahrscheinlich bloß eine Haut jetzt gegeben, oder? Nützliche heute. Slaggeth-Steel, hier. Gar keine. Na, großartig. Ein Schaf-Pogi. Oder ein Widder-Pogi. Die werden immer niedlicher. Warum ist das so plüschig? Okay. Ich meine, wie viel haben wir denn jetzt? 30? Ich schätze, langsam ein Drittel sollten wir haben. Gegengifte. Ja, sehr gerne. Gegengifte können wir auf jeden Fall brauchen. Vor allem, wenn es in Zukunft gegen Rattian und Rattalos geht. Edler Wettstein. Oh. Das hört sich schön an. Ich meine, hier können wir definitiv auch alles plündern, weil... Oder auf jeden Fall mal alles erkunden. Weil das ja wieder so ein fixer Dungeon ist. Das heißt, gerade auch Pugis können ja hier sein. Und tolle Schatzkisten. Ob es hier noch irgendwas anderes Tolles geben kann, was wir so finden können, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist nicht deine Ernstfliege, ne? Ich dachte eigentlich, ich bin vorbeigeflogen. Ja, vorbeigelaufen. Oder sie ist vorbeigeflogen. Oh, das sind schon wieder drei, Mann. Ah, du machst mich platt. Dann machen wir das doch mal. Nein, nicht Technik. Was tue ich denn? Vor allem, ich hätte die mittlere erledigen sollen. Oder die mittlere angreifen. Dann wäre das jetzt auch erledigt gewesen. Ach, oder einfach Angriff raushauen. Okay, er ist gelähmt. Dann machen wir halt ihn platt. So, zack. Das passt. Ich hoffe, Mega Man ist nicht gelähmt. Jetzt bin ich auch noch gelähmt. Ach, Mann. Sehr, sehr ätzender Kampf. Also hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ihr haut euch nochmal ein bisschen drauf und ich mache den Rest fertig. Na also. Hat Mega Man bald ein Level Up? Nee. Definitiv nicht. Na gut, das heißt dann wohl, dass wir ein paar Kräuter springen lassen müssen. Ich weiß ja zum Glück, wo es genügend davon hat. So. Am besten mal für mich ein, zwei und... Weil krank ist irgendwie immer noch ein bisschen viel. Und Kräuter haben wir halt so viele. Ja, so. Perfekt. Gut, dann gehen wir hier weiter nach oben und schauen mal, was wir hier so noch finden werden. Nein! Lass mich in Ruhe, Fliege. Du bist echt ätzend. Ich meine, im Hauptspiel sind sie schon ätzend, aber wenn sie jetzt auch noch so lange brauchen zum Bekämpfen und immer drei in Dreierteams kommen, dann ist das nicht ganz so toll. Oh, gleich Kartenübergang. Na, dann gehen wir hier rein und dann bin ich mal gespannt, was wir dort finden werden. Irgendwo müssen ja die Pilze rumhängen.